Grüße euch, liebe Zuseher, und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, heute mal ein etwas anderer Beginn. Aber Sie wissen ja, wir Menschen sind experimentierfreudig. Ja, Spitze. Sie kennen den Spitz. Spitze gelten als älteste Hundetypen Mitteleuropas und waren lange Zeit ein sehr oft anzutreffender Typ Hund in unseren Breiten. Bekannt für ihre Aufmerksamkeit waren und sind sie sehr geschätzte Wächter, denen nicht die geringste Kleinigkeit entgeht. Sie gelten als äußerst gesellschaftsfreudig und kinderlieb. Man sagt ihnen nach, keinen oder nur gering ausgeprägten Jagdtrieb zu besitzen. Außerdem sind das sehr, sehr schöne Hunde. Wir haben mit dem Samoyeden, den größten der Spitze, den verfolgt, größentechnisch, der Wolfspitz. Dann kommt der Großspitz, verfolgt vom Mittelspitz, der Kleinspitz und zum Schluss der kleinste, der Zwergspitz. Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen heute den Mittelspitz Fee. Fee war im Besitz von Barbara. War deswegen, weil dieses hübsche Mädchen mittlerweile im hohen Alter verstorben ist. Das war ein äußerst wundervolles, tolles Mittelspitzmädchen. Natürlich war ich da sofort bereit, sie hier zu zeigen. Für mich spricht da nichts dagegen, Hunde zu bringen, die nicht mehr unter uns weilen, wenn ihre ehemaligen Besitzer das wünschen. Ja. Fee war eine grau gewolkte Hündin mit 39 cm Schulterhöhe und 10 Kilo Gewicht, welches aber fast dick hinter den Ohren hatte. Schon im Alter von 4 Monaten bestand ihre Lieblingsbeschäftigung darin, das Grundstück zu bewachen. Dafür ließ sie jede spielerische Beschäftigung links liegen. Barbara sagte mir, dass Fee die Wacharbeit derartig ernst nahm, dass sie am Grundstückszaun zu einer wahren Bestie mutierte, wenn jemand vorbeiging. Selbst ihre Nachbarn hatten dabei gebührend Respekt vor ihr. Allerdings akzeptierte sie sofort, wenn Barbara jemanden aufs Grundstück einladete und wurde dabei sogar richtig freundlich, sogar zu Unbekannten. Wenn Sie sich an das Video des Leonbergers zurückerinnern, das ich gebracht habe, vor nicht allzu langer Zeit. Da erzählte ich eine Geschichte eines Leonbergers namens Fipso. Ja, ein gewaltiger Leonberger mit gut 80 cm Schulterhöhe, ein Brocken. Ich wurde damals aufs Grundstück, also ins Haus meines ehemaligen Arbeitskollegen eingeladen. Mein Autoradio ging kaputt. Er meinte, er hat einen im Keller, er gibt ihn mir. Also sind wir nach der Arbeit, nach Dienstschluss dorthin gefahren. Und bevor ich dort eingetreten bin, gab mir Fipso, der das Grundstück bewachte, zu verstehen, Alter, komm hier nicht rein, weil ich zieh dir das Fell über die Ohren. Ja, und ich sagte zu meinem Arbeitskollegen, bist du wahnsinnig, ich gehe doch da nicht rein, der Hund zerlegt mich. Er sagte zu mir, nein, vertrau mir, komm rein, Fipso ist immer so. Ich traute ihm nicht wirklich ganz, ja, aber im Endeffekt ließ ich mich dazu überreden, einzutreten. Als ich das tat, überschüttete dieser Hund mich mit Freundlichkeit und Liebe. Ja, also Fipso reagierte da ähnlich. Es war ein bisschen ein Größenunterschied zu Fee, aber ja, so also dieses zuerst drohende, ich zerleg dich, Gehabe und danach, hallo, ich freue mich, dass du da bist. Ja, also Fipso funktionierte ähnlich wie Fee. Ja, allerdings war es bei Fee so, dass wenn unangemeldeter Besuch das Grundstück betreten hätte, derjenige dann sehr schnell mit den 10 Kilo Lebendgewicht dieser Mittelspitzhündin und mit ihren Zähnen zu tun bekommen hätte. Die, so hat mir Barbara gesagt, bis ins hohe Alter hinein strahlend weiß ohne Belag waren. Ja. Sie war also äußerst territorial, spitz. Außerhalb ihres Reviers allerdings liebte sie alle Menschen und war sehr, sehr freundlich. Hunden gegenüber war sie wählerisch. Während sie andere spitzartige Hunde halbwegs akzeptierte und die eine oder andere Freundschaft mit diesen Hunden aufbaute, kam sie mit klar anders aussehenden Hunden weniger gut klar. Sie hatte zwar einige Freunde, die nicht aussahen wie Spitze, aber ihr war das immer etwas sehr verdächtig, möchte ich mal sagen. Das gibt's, ich kenne das.
Auch ich dachte früher, wenn mir jemand sagte, mein Hund mag andere Hunde nicht, die Schäferhunden ähneln. Oder wenn mir jemand sagte, wenn mein Hund andere Hunde sieht mit relativ kurzen Schnauzen, dann dreht er durch. Ich dachte mir immer, das ist ein Vorurteil oder ein Märchen. Doch ich habe das bei Vito des Öfteren jetzt schon erlebt. Passen Sie auf, wir haben hier in der Gegend, also meines Wissens nach, zwei Samoyeden. Einer dieser Samoyeden wird halbwegs von ihm akzeptiert, weil sie früher mal befreundet waren, bevor sie da eine Beißerei miteinander hatten. Dann haben wir einen Alaskan-Malamut, der unterwegs ist, immer mit einer sibirischen Husky-Hündin. Und wir haben einen schwarzen Chow-Chow. Mein Hund ist generell unkastrierten Rüden gegenüber eher nicht so freundlich. Aber es hält sich in Grenzen. Kommando meistens und das passt. Ja? Also wir können da hier problemlos dann vorbeigehen. Ja, manchmal rührt er sich mehr, manchmal weniger. Sie wissen, wie das ist. Sympathiesache. Doch, wenn wir auf diesen zweiten Samoyeden treffen oder auf diesen Malamutrüden treffen, mit dem er schon gekämpft hat, oder auf diesen schwarzen Chow-Chow treffen, wo es ganz fürchterlich ist, dreht mein Hund förmlich durch. Ich weiß nicht, woran das liegt. Sobald ein Hund viel Fell hat, natürliches Stehohr vorweist und eine Ringelrute hat, ja, ist es vorbei mit meinem Hund. Er reagiert hierbei viel, viel heftiger als bei anatomisch anders aussehenden Hunden. Fragen Sie mich nicht, weshalb das so ist. Ich dachte mir schon des Öfteren, vielleicht hat das mit dieser extremen Ringelrute zu tun, ja, dass diese Hunde eine Art Überdominanz auf ihm eventuell ausstrahlen und er darauf dann in dieser Manier reagiert. Ich weiß es nicht. Ja. Fakt ist, alles was Husky und Spitz ähnlich ist, ja, ist ein rotes Tuch für meinen Hund. Und ich glaubte Barbara das sofort. Das gibt's bei Hunden. Weshalb oder wie die Hunde da sich leiten lassen, ja. Mir ist es ein Rätsel, vielleicht wissen Sie das. Aber ja, Fee soll hier so reagiert haben. Also bei spitzähnlichen Hunden, also die so einen ähnlichen Typ wie Sie selbst einer war, aufgewiesen haben, war sie weit entspannter als bei Hunden, die halt zum Beispiel jetzt in den Bulldog-Typ hineingehen. Also da wurde sie ziemlich unruhig und teilweise kantig, unangenehm. Ja, gut. Fee war überall mit und überall dabei. Wasser mochte sie zwar nicht, aber sie hatte nichts dagegen, auf der Luftmatratze durch die Fluten zu gleiten. Ja. Das ging in Ordnung. Sie wanderte, lief neben dem Fahrrad und war sogar beim Agility aktiv. Sie liebte auch den Schnee und rodelte gern. Ballspiele mochte sie weniger, weil ihr ständige Wiederholungen schnell langweilig wurden. Ja. Ist bei Vito auch ähnlich. Ja. Aber sie war sehr brav bei der Unterordnung und wandelte sich in der Hundegruppe schnell zum Vorzeigehund, ja, Spitze sind recht intelligente, lernwillige Hunde. Wenn Barbara persönliche Gegenstände zu Hause verloren hat, dann war Fee nach dem Kommando Sucht dazu fähig, diese selbst unter dem Bett wiederzufinden. Also sie war extrem lernwillig und intelligent und beherrschte an die 30 Kunststücke, hat mir Barbara mitgeteilt. Obwohl sie ganz spitztypisch nur sehr geringen Jagdtrieb zeigte, war sie eine Mäuse- und Ratten. Killerin. Ist sie allerdings mal einen Hasen nachgegangen, dann konnte sie mühelos abgerufen werden. Obwohl sie gerne überall dabei war, hielt sich ihr Bewegungsdrang in Grenzen, was sie auch zeigte, indem sie wildes Spiel mit anderen Hunden ablehnte. Kinder mochte sie gerne, außer sie wurden zu grob, dann ging sie weg. Was allerdings ganz besonders bei ihr war, und erstaunte ich selbst, war ihr ausgeprägter Hüteinstinkt. Passen Sie auf. Barbara musste sie hierbei sogar bremsen, da Fee mit etwa 6 Monaten damit begonnen hat, bei Spaziergängen mit der ganzen Familie diese zu umkreisen und jeden Nachzügling, also jeden Nachzügler, der etwas hinten nachgetapst ist, ja, den begann sie in die Fersen zu zwicken. Also wie ein Treibhund, ein Treiberhund, Cattle Dog, ja. Ist keine typische Spitzeigenschaft, möchte ich mal sagen. Barbara sagte mir, wenn man einen Hund, etwas unter mittelgroßen Hund, sehr robusten Hund, intelligenten Wachhund sucht, der Menschen gegenüber generell freundlich ist, dann könnte der Mittelspitz eine Überlegung wert sein. Allerdings aufpassen, das ist ein Spitz. Bellen ist für diese Hunde sehr oft ein Charaktermerkmal. Und ich weiß schon, viele Züchter des Spitzes sagen, das ist ein Vorurteil. Ich lasse das mal so stehen. Meine Erfahrung sagt mir,
Also Vorurteil kann man das nicht nennen. Also ich kenne einige Spitze, wir haben hier zwei Samoyeden, einen Wolfspitz. Wir hatten auch in der Gegend, wo ich lebte, in Wien, mehrere Spitze. Und bellen war diesen Hunden nicht fremd. Ist auch meinem Hund nicht fremd. Ja. Aber wenn wir den Samoyeden, der in meiner direkten Nachbarschaft lebt, hernehmen. Also das ist schon ein Hund, der merklich mehr bellt als mein Hund. Und auch meiner schlägt gern an. Ja. Aber Gizmo bellt schon merklich lieber spitz. Also ich würde sagen, von Vorurteil kann man hier nicht sprechen. Ich möchte nicht sagen, dass Spitze Käfer sind. Aber auf vielen dieser Spitzzüchterseiten liest man ja, dass Vorurteil, Spitze bellen sehr viel, rührt daher, dass diese Hunde früher oft an der Kette hingen, ja, und da einen Schaden nahmen. Aber die Spitze, die ich kenne, die hängen alle nicht an der Kette. Ja, sind trotzdem recht bellfreudig. Ja, aber ich möchte sie nicht als Gläfer bezeichnen, eher als redselig. Ja, ja. Ja, also mein Gesamtfazit zu Fee, was soll ich Ihnen sagen? Charakterlich typischer geht's wahrscheinlich gar nicht. Ja. Extrem wachsam und territorial. Gesellschafts- und unternehmungsfreudig. Triebig und etwas giftig in gewissen Situationen. Schwacher Jagdtrieb, überschaubarer Bewegungsdrang. Wenn Ihnen jemand diese Eigenschaften von Fee aufzählt, müssen viele kein Bild von ihr sehen, um zu wissen, dass es hier um einen Spitz geht, möchte ich mal sagen. Es war eine tolle und schöne Hündin. Barbara, es war mir eine Freude, deine Hündin Fee hier zu bringen. Ja, liebe Zuseher, das war Fee. Spitze sieht man heutzutage nicht mehr so oft wie früher, möchte ich mal sagen. Wir haben hier drei Spitze meines Wissens, das sind drei der großen, zwei Samoyeden. Einen kenne ich recht gut, den anderen nur vom Sehen und einen Wolfspitz. Doch ich wüsste nicht, ob wir hier in der Gegend kleinere Spitze auch haben. Habe ich noch nie gesehen. Schade, denn das sind tolle Hunde. Tolle Familienhunde. Tolle Hunde für kinderreiche Familien, unternehmungslustige Hunde. Ja. Diese Eigenschaft fehlender oder nur gering ausgeprägter Jagdtrieb. Ich habe mal gelesen, dass das bei den Spitzen auf deren recht kurzen Rücken zurückzuführen ist. Ja. Das sind sehr geeignete, sehr effektive Wachhunde, Hofhunde. Also da sind sie auch früher zumeist gehalten worden. Sehr beliebt gewesen deswegen, weil sie aufgrund ihres recht kurzen Rückens eigentlich keine Hetzjäger waren. Ja. Wissen Sie, was ich meine? Das erlaubt diese Anatomie einfach nicht. Auch die Spitze, die ich kenne, der Gizmo, der hier ist, der sprintet zwar manchmal weg, aber wenn es wirklich zum längeren Laufen kommt, weil es mein Rüde mit diesem Gizmo noch gespielt hat, ja, war Gizmo recht schnell desinteressiert am Laufen. Also Vito war noch nicht mal warm, Gizmo interessierte es nicht mehr. Also man merkte schon, dass er hier durch seinen doch relativ kurzen Rücken diesbezüglich gehandicapt war. Und das führt man auf diesen recht gering ausgeprägten Jagdtrieb zurück, diesen kurzen Rücken. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Vorstellen kann ich es mir, denn anatomisch sind sie nicht unbedingt optimal für eine Hetzjagd gebaut. Ja? Und ja, Hasen, Rehe, diese Fluchttiere erfordern eine Hatz, möchte ich mal sagen. Also, ja. Also, so viel zum Thema. Fehlender oder nur sehr gering ausgeprägter Jagdtrieb beim Spitze. Ich würde sagen, das ist mit Sicherheit kein Vorurteil. Also das wird schon passen. Generell tolle Hunde, tolle Wachhunde, tolle Familienhunde, sehr formschön. Spitze sind alle schön. Speziell die Kopfform findet oftmals Anklang bei vielen Frauen. Eigenartigerweise habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele Frauen eher auf diesen, also bei den Köpfen eher auf diesen Wolfstyp stehen. Spitze, Huskies, also nordische Hunderassen. Während die Männer eher auf diese, ja, eher auf diese wuchtigen, bulligen, massigen Köpfe stehen. Sie wissen schon, also nicht alle, ist ganz klar Geschmackssache. Aber es ist oft so, dass die Frauen eher da diesen wölfischen Hundetyp suchen in der Kopfform, während die Männer oftmals tendieren zu dieser eher, ja, Bulldog-Typen. Nicht immer. Ja. Speziell Schäferhunde-Fans wahrscheinlich nicht, aber Sie wissen schon, was ich meine. Ja, nochmal, liebe Barbara, es war mir eine Ehre, Fee präsentieren zu dürfen. War mir eine Ehre und eine Freude. Eine tolle Hündin. Ja. Liebe Zuseher, ich möchte auch Sie einladen, mir
Infos Ihres Hund zu schicken. Wenn Sie möchten, schicken Sie mir Bildmaterial, Videoclips, aussagekräftige Info an meine E-Mail-Adresse. Die finden Sie am Ende der Kanalinfo, wenn Sie wollen. Stelle ich auch Ihnen Hund, Ihren Hund vor, egal welche Rasse. Hündin-Rüde sowieso, völlig egal, kastriert, nicht kastriert. Auch egal, wenn Sie wollen, schlagen Sie zu. Hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Es war's schon wieder.